Ich finde das nur fair gegenüber den europäischen Steuerzahlern, die stattdessen ansonsten hätten in die Pflicht genommen werden müssen zur Stabilisierung. Frau Wagenknecht, ab 100.000 Vermögen können Sparer und Anleger dieser Banken beteiligt werden an der Rettung der Unternehmen. Ist jemand, der 100.000 Euro besitzt, in Ihren Augen reich? Ist das fair? Trifft es nicht die Richtigen? Ja, zum einen muss man natürlich sehen, also 90% der Bevölkerung zum Beispiel in Deutschland haben weniger als 100.000 Euro. Trotzdem finde ich das zu niedrig angesetzt. Und es ist natürlich so, die Verunsicherung ist ja auch daher gekommen. Bei der Linken setzt bei 500.000 ein. Das haben wir ja, ich finde schon, dass Menschen bis 500.000, ja teilweise ist das ja auch die Alterssicherung, die dort liegt. Also ich finde, dass man sehr genau unterscheiden muss zwischen den wirklich Reichen. Und da geht es um Leute, die mehrere Millionen haben. Zweistellige, dreistellige Millionenbeträge, Milliarden. Man kann sich ja die Vermögensverteilung angucken. Etwa die Hälfte des Geldvermögens liegt bei Leuten und ist in den Händen von Leuten, die Millionäre und Multimillionäre sind. Also warum muss ich jemanden, der meinetwegen im mittelständischen Bereich relativ gut verdient hat, hat ein Sparkonto von 300.000 Euro, warum muss ich den zur Kasse bitten, wenn ich es bei den wirklich Reichen, die ja die eigentlichen Profiteure auch dieser ganzen Finanzmarktparty sind, holen kann? Und das Fatale, wie gesagt, in Zypern war meines Erachtens erstens, dass man zunächst ja versucht hat, diese 100.000 Sicherung nicht zu gewährleisten. Und da kann die deutsche Regierung auch nicht sagen, ja, das waren die Zyprioten. Also letztlich hat Deutschland dem zugestimmt zunächst. Sekunde, auch das fragen wir ganz kurz nach. Herr Kampeter, war und von wem war dann eigentlich die Idee, die Kleinsparer ab 20.000 Euro zu beteiligen? War es Wolfgang Schäuble oder war es definitiv nicht? Der zypriotische Vorschlag zielte darauf ab, die großen Anleger nicht zu stark zu schröpfen und war bereit, die kleineren zu akzeptieren. Und unser Vorschlag, der dann letztendlich sich auch realisiert hat, sah die 100.000-Euro-Grenze statt. Allerdings will ich auch ganz klar sagen, wenn die zypriotische Politik diesen Vorschlag macht, dann muss sie dafür auch die Verantwortung übernehmen. Sie hat keinerlei Zustimmung im Parlament bekommen und jetzt ist dann der ursprünglich deutsche Vorschlag realisiert worden. Ich finde das uneingeschränkt richtig, was letztendlich dann vereinbart worden ist. Also und zu sagen, dass zwischen 1.000 und 400.000 Euro nicht in die Pflicht genommen werden kann, wenn man damit mit 4 oder 5% Zinsen teilweise, je nach Laufdauer, auch vor ein sehr rentables Geschäft gemacht hat, da muss ich sagen, ja, da scheint mir die Sorgen um die russischen Oligarchen stärker ausgeprägt zu sein. Also wissen Sie, die russischen Oligarchen haben teilweise ihr Vermögen zinsfrei und völlig ohne Abzüge runtergeholt. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Es hat teilweise die zypriotischen Rentenfonds getroffen, die haben die vollen Abschläge bekommen. Also das Verlogene ist ja, dass auch dadurch, dass man ab 100.000 zugreift, eben die wirklich Reichen deutlich weniger belastet werden und damit eben die Oligarchen aus aller Welt, da sind ja nicht nur russische, da sind britische, da sind auch aus dem EU-Gebiet und aus dem Euro-Gebiet sehr reiche, die dort Sie dieses Steuersparmodell. Der Kapitalzuflüsse aus Russland kamen. Ja, das ist ja auch das die Interessante. Republik Zypern, dass der größte Auslandsinvestor in der russischen Föderation ist. Sie können die Tatsachen, dass es um Ihre politischen Freunde da ging. Nein, das ist doch völliger Unsinn. Also Herr Putin Zypern, ist mit Sicherheit nicht Zypern, mein politischer Freund. Zypern, also das ist doch völlig absurd. Aber du musst doch mal die Tatsachen auch auf den Tisch kommen lassen. Die in Zypern mit Russland sehr kluge Geschäfte gemacht haben aus ihrer Sicht und sie sind damit auf den Bauch gefallen. Das finde ich gut und richtig so. Aber sie lassen sie doch ihren Anleger nicht. Und jetzt macht Frau Wagenknecht ihren Satz zu Ende und dann fahren ja, ich wollte nur sagen, das Interessante ist ja, dass die deutsche Regierung ausgerechnet in dem Fall Zypern, was ich ja richtig finde, das durchsetzt, was wir als Linke schon immer gefordert haben, nämlich dass Gläubiger haften und nicht der Steuerzahler, wobei der Steuerzahler ja auch mit 10 Milliarden im Boot ist. Aber zum Beispiel in Spanien, wo deutsche Banken Interesse haben und wo man genau das gleiche Modell machen könnte, nämlich die Gläubiger, vor allem die Anleihehalter, haften zu lassen. Da tut man es nicht. Ja, in Irland hat sogar die Europäische Zentralbank die irische Regierung unter Druck gesetzt, dass sie ihre Banken freikauft und eben nicht die Gläubiger haften lässt. Und da ist auch die deutsche Regierung beteiligt, weil wieder deutsche Banken solche Gläubiger sind. Zypern ist der Sonderfall, dass deutsche Banken relativ wenig Interesse hatten. Und just in dem Moment wird die deutsche Regierung mutig und macht tatsächlich das, was man in allen anderen Ländern längst hätte machen müssen, nicht immer die Steuerzahler. Ich meine, Deutschland hat inzwischen Haftungen übernommen im Rahmen der sogenannten Euro-Rettung von 134 Milliarden Euro. Und das sind nur Bankenrettungen. Wir haben griechische Oligarchen freigekauft. Wir haben alle möglichen reichen Millionäre und Multimillionäre freigekauft und natürlich die Banken, die ihre Vermögen verwalten, mit diesem Steuergeld. Und da haben sie nie irgendeine alternative Möglichkeit auch nur in Erwägung gezogen. Und deswegen ist es eben heuchlerisch, dass sie jetzt sagen, ja, in Zypern, da haben wir es gemacht. Machen Sie es in Spanien, lassen Sie es in Irland zu. Haben Sie es zum Beispiel
Beispiel in Griechenland 50 Milliarden für die griechischen Banken. Griechische Milliardäre, die teilweise in der Schweiz wohnen, wurden damit mit ihrem Vermögen abgesichert, mit unserem Steuergeld. Das ist doch der Wahnwitz dieser sogenannten Euro-Rettung. Und dann wundert man sich, dass das immer unpopulärer wird und die Menschen sich in diesen Ländern auch immer mehr wehren. Ich gebe die Frage nochmal zu Frau Schmidt. Ist auch diese These grundsätzlich richtig, dass wir in Griechenland, darüber haben wir in dieser Sendung auch schon gesprochen, uns um das Wohl und Wehe von französischen Banken gekümmert haben, um das Wohl und Wehe von deutschen Banken gekümmert haben und zum Teil auch von spanischen? Also ich würde diese Sequenz der Rettungen, und Irland ist ein gutes Beispiel, was Frau Wagenknecht angesprochen hat, nicht? Der irische Staat hat seine Banken alle garantiert und daraufhin ist er eben Bach runtergegangen. Vielleicht bin ich ja zu naiv, aber ich habe das Gefühl, dass die Politik langsam ein bisschen was lernt und dass sie langsam dahin kommt, dass eben dieses Modell der Rettung nicht nachhaltig sein kann, zumal immer einer nach dem anderen kommt, sondern es eben so sein muss, dass eine Bank geht pleite und die Gläubiger werden herangezogen. Aber vielleicht täusche ich mich, Herr Kampeter, vielleicht lernt Herr die Kampeter, Politik sind Sie doch also nicht. Naiv oder lernen Sie dazu oder sind Sie beides? Die Frage, man muss jetzt mal sehen, dass die letzte Stabilität. Zypern ist ein Sonderfall. Ja, Zypern ist ein Sonderfall. In Zypern ist aber etwas geschehen, was beide Damen in der Runde ausgesprochen loben. Sie sagen nämlich, erstmals hat die Politik sich getraut, Banken auch pleite gehen zu lassen, weil die Geschäftsmodelle nicht mehr tragen. Geschäftsmodelle von Banken haben schon lange nicht mehr getragen. Also, dass wir gegen die Insolvenz von Banken sind, das ist ja falsch. Wir machen ja gerade eine europäische Bankenunion, die drei Elemente hat. Erstens eine gemeinsame Aufsicht und dann Rechtsregeln für eine Einlagensicherung. Mal sehen, wann sie da ist. Ja, wir sind schneller, als die Pessimisten bisher immer gesagt haben. Und dann auch ein Abwicklungsregime. Wir haben in Deutschland die Möglichkeiten schon geschaffen. Wir haben sogar ein sehr, sehr intaktes Einlagensicherungssystem, das weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Aber Sie gehen jetzt auch von der Frage weg. Deswegen, die Frage ist, haben Sie gelernt in dieser Hinsicht? Naja, wir haben ja auch in Holland und wir haben entgegen der Behauptung von Frau Wagenknecht ja auch bereits Eigentümer von Banken direkt zur Sanierung derselben herangezogen. Also die Behauptung, es sei eine reine Aufgabe der Steuerzahler, ist nicht richtig. Im Übrigen, glaube ich, hat der Steuerzahler natürlich an einem Finanzsystem, was stabil ist, auch ein allgemeines Interesse. Das darf man ja nicht vergessen. Und Zweifel, über die wir ja gerade in Zypern reden, Zweifel an der Stabilität des Finanzsystems sind nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass die Stabilisierungsmaßnahmen insgesamt vernünftig sind. Wir erleben, dass die Wirtschaft in den Staaten auch weniger Kredite braucht. Wir haben eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Es geht hier ja nicht nur... Es geht nicht so sehr darum, dass man jetzt die einzelne Wirtschaft, dass es da nicht nur besser laufen könne. Aber die ersten Besserungssignale und Stabilisierungssignale sind da und Spanien beispielsweise refinanziert sich preiswerter an den internationalen Kapitalmärkten als vor Beginn der Finanzkrise. Das zeigt, das Vertrauen ist wieder zurückgekehrt. Gut, ehrlich gesagt war das jetzt alles keine Antwort auf die Frage, ob Sie sich vorstellen könnten, dass das, was in Zypern geschehen ist, nämlich zwei Banken in die Insolvenz gehen zu lassen und Gläubiger, Anleger, Sparer daran zu beteiligen, ob das mehr ist als ein Sonderfall, wie Herr Fahren schon sagt, sondern wie Herr Dorsebaum ausgesprochen hat, der EU-Finanzpolitiker, durchaus ein Modell sein könnte, mit den Krisen, mit den Bankenkrisen anderer Länder umzugehen. Eigentümer werden auch zukünftig an solchen Sanierungsmaßnahmen in die Pflicht genommen werden, aber an den bewährten Prinzipien der Einlagensicherung rütteln wir nicht. Aber das ist trotzdem keine Antwort. Also das Problem ist, ich würde ja auch gerne glauben, dass die Politik lernfähig ist. Aber dass sie es offensichtlich zumindest in Europa bisher noch nicht ist, merkt man zum Beispiel daran, dass ja gerade von der EU-Kommission eine Richtlinie vorgeschlagen wurde, genau für diese Bankenunion, die Gläubigerhaftung, also eben die Haftung von großen Einlagen und von Anleihehaltern, bis 2018 aussetzen soll. Das heißt, bis 2018 soll es keinerlei Gläubigerhaftung geben, was bedeutet, dass die aktuellen Verluste im
Bankensystem dem Steuerzahler übergeholfen werden. Und dafür soll der ESM, ist ja programmiert, dieser große Rettungsschirm, dass er künftig ein direkter Bankenrettungsschirm wird. Das heißt, gerade das Gegenteil dessen, was man jetzt in Zypern gemacht hat, soll in den anderen Euro-Ländern weiterhin Praxis sein. Der Steuerzahler soll bluten, die privaten Anleger, die Großanleger, die Reichen werden mit ihrem Vermögen geschützt. Das wird ja durch die Wiederholung nicht richtiger. Ja doch, ist das etwa falsch, dass die EU-Richtlinie darauf hinausläuft, die Gläubigerhaftung bis 2018 auszusetzen? Richtig ist, dass wir eine ganz klare Haftungskaskade haben. Dass erstmal die Eigentümer einer Bank dafür gerade zu stehen haben, wenn sie in Kapitalschwierigkeiten zu bekommen. Dass dann der nationale Staat die Notwendigkeiten auch für Einlagensicherungssysteme hat. Und dass erst nachrangig die europäische Solidarität einzufordern ist. Und das hat überhaupt gar nichts mit Millionären oder sonst irgendwie zu tun, sondern ist eine klare Verantwortung. Deutschland ist nicht dafür da, Banken in anderen Ländern zu sanieren. Das ist Aufgabe der anderen Länder und daran wollen wir auch festhalten. Gut, man hat gegebenenfalls als Bürger dieses Landes einen ganz anderen Eindruck, weil man die Milliarden halt nur so über den Tisch ziehen sieht. Ich würde Ihnen wahnsinnig gerne noch weitere Fragen und Facebook-Meldungen unserer Zuschauer zu Gemüte führen. Und zwar als nächstes Joachim Müller. Bevor die Banken für den normalen Bürger geschlossen werden, haben die Millionäre und Milliardäre ihr Vermögen bereits wieder in andere Steueroasen umgebucht, sprich außer Landes gebracht. Für die Fehlbeträge sind dann wie immer die Steuerzahler, Rentner und Kleinsparer zuständig. Das ist unsere Diskussion vom Beginn der Sendung. Ich wollte es nur nochmal, da es viele Leute gefragt haben und genau in diese Richtung gefragt haben, als Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit dieses Systems erfahren, schon aufs Tapet heben. Was glauben Sie, wie lange machen die Leute das noch mit? Wie lange kann man den Bürgern hier in Deutschland noch sagen, genauso läuft es? Schaut euch das Spiel ruhig weiter an und nickt dazu. Ich glaube, ganz besonders kritisch wird es an dem Punkt, wo wir zwar einerseits über eine notwendige Vertiefung Europas reden, um einfach auch Unverhältnismäßigkeiten, auch Schrägstellungen und Verkantungen aufzulösen. Und wir dann aber gleichzeitig merken, dass die guten, stabilen Strukturen, die wir in Deutschland haben, die wir ja jetzt auch in den letzten 3-4 Jahren auch zum Einsatz gebracht haben, die Familienbetriebe, die Sparkassen, die regionalen Banken, die Volks- und Raiffeisenbanken, da will ich gar keinen Unterschied machen, dass die dann auf einmal auf dem Gefahr laufen, geopfert zu werden. Da nehme ich jetzt aktuelle Entwicklungen aus. Da kämpft die Bundesregierung sehr wacker. Aber wir stellen schon immer wieder fest, vor allen Dingen aus Europa werden Blaupausen auf den Tisch gelegt. Die konzentrieren die orientieren sich alleine an den grenzüberschreitenden börsennotierten Konzernen. Mhm. Und Sparkassen sind nicht grenzüberschreitend. Sparkassen wollen nicht börsennotiert sein, genauso wie kein Mittelständler unbedingt an der Börse will. Mhm. Wir müssen jetzt den Mut haben, wirklich diesem angelsächsischen System, das die letzten 2 Jahrzehnte immer breiter sich in Europa breit gemacht hat, dem müssen wir ein Stück weit den Kampf ansagen. Diese Zeit, Geld aus Geld zu machen, die muss vorbei sein. Das muss unser Motto sein. Und wie sehen erfahren schon eigentlich. Wie sehen Ihre Rettungstöpfe aus? Die privaten Banken sind über diese 100.000 Euro gesichert. Die Sparkassen und Giroverbände sind über diese 100.000 hinaus noch separat gesichert. Wie viele kaputte Banken, wie viele insolvente Banken könnte dieser Topf aushalten und bezahlen? Das ist keine Frage der Größe.